Ja, die freuen sich da richtig drauf und die zählen die Tage runter. Mein Name ist Stefanie Paul. Ich komme aus Hannover und arbeite in Gifhorn an der Kreismusikschule als Musikpädagogin. Also die meisten Kinder kommen super gerne zu mir und wenn ich dann komme, dann kommen sie schon auf mich zugerannt oder hängen sich an mich oder ja, Musikschule oder rufen meinen Namen, wie auch immer. Und dann merke ich, okay, sie freuen sich wirklich darauf. Ja, Musik ist ganzheitlich. Musik hat mit dem ganzen Körper zu tun. Zu Musik kann man sich bewegen, Musik zeigt Emotionen, Musik ist, ja, bringt gute Laune. Also zunächst ist es ganz klar, dass Musik zum menschlichen Wesen ganz allgemein gehört, ein fester Bestandteil ist. Schön, dass ihr da seid und nicht irgendwo. Hallo, 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 hallo. Ich glaube, das ist einfach total wichtig, dass die Kinder sowas in der Woche haben, worauf sie sich freuen können und wo sie mal ganz, ganz anders gefordert werden mit einer anderen Person, die sonst nicht in der Kita ist. Auch so ein bisschen was Besonderes zu sein. Die Großen, die Vorschulkinder, die dürfen das dann mal mitmachen und dann freuen sich auch schon die Kleineren, dass sie auch irgendwann dahin kommen. Ich sag mal, ich mache das so einfach aus der Laune heraus und wenn man einen Profi hat, der geht damit ganz anders um, der kann die Töne ganz anders halten. Sie hat meistens ein Instrument mit dabei oder sie hat Ideen, wie die Kinder Instrumente bauen können. Es ist so, sie singt in der Tonlage der Kinder, was viele Erzieher jetzt nicht unbedingt so machen können. Einen Schrank brauchen wir, eine Bank brauchen wir und noch. Hat ganz oft auch Kinder, die einfach irgendwas einem vorwerfen, so blah, ne? Einfach um Aufmerksamkeit zu bekommen, aber da ist kein Inhalt hinter und es ist sowas Willkürliches. Und dann merke ich, okay, sie sind halt nie gefordert worden, wirklich akkurat was zu machen und zu sehen, oh, das kann ich und ich kann noch ein Stück mehr. Und wenn ich das so mache, da kommt ja was richtig Tolles bei raus. Das ist ja auch, was sie dann später brauchen, dass sie eben bewusst selber kreativ etwas entwickeln können. Und dabei hilft uns das Programm. Wir machen die Musik ungemein. Das hat uns von Anfang an begeistert und wir sind also so Kinder der ersten Stunde. Wir sind vom ersten Jahr an dabei und nach wie vor immer noch begeistert, dass es das überhaupt gibt. Alles Kinder, die ein Potenzial haben und das ist meine Arbeit, das rauszufinden, das rauszuholen und die Kinder darin zu motivieren, da weiterzuarbeiten, was sie können. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.